Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe immer noch dieselben Sachen an von gestern. Ein Tag nach dem Umzug. Es ist schon 10.25 Uhr und ich packe gerade ein bisschen ein paar Sachen in unseren Kleiderschrank, damit wir uns auch mal umziehen können. Das hatten wir nämlich gestern alles noch in der Wohnung vergessen. Und deswegen hole ich das jetzt nach. Das Ganze ausräumen hier. Unten sind schon die Monteure, die versuchen die Küche aufzubauen und das sieht sehr gut aus. Es war ja das Problem, ob die das schaffen, die Küche so aufzubauen, dass wir das Fenster weiterhin aufkriegen in der Küche. Und das hat geklappt schon mal. Das ist schon mal super. Und jetzt machen die gerade die Arbeitsplatte sägen. Und ich zeige euch die nachher auch. Wenn die mal Pause machen, die Arbeiter, dann zeige ich euch die Arbeitsplatte. Ja, wie war unsere erste Nacht hier in diesem Haus? Alle haben uns schöne erste Träume gewünscht. Und da gibt es so, ne, die erste Nacht in einem neuen Haus oder in einer neuen Wohnung. Das wird wahr oder irgendwie so, was man da träumt. Ja. Unsere Nacht war fürchterlich, sag ich euch. Miss Murphy hat uns 5 oder 6 Mal geweckt. Der musste raus. Ja, was soll er machen, ne? Und Bernd ist dann immer wieder rausgegangen. Der hatte halt... ja, weiß ich nicht, falsches gegessen. Wir haben denen relativ viele Leckerchen gestern gegeben. Ja, war halt unser Fehler. Und so, er kam um 12, um 13:30, um 3, um 4, also stündlich, ne? Egal, aber wir haben wenigstens nichts Böses geträumt. Ja, und jetzt wollte ich wenigstens mal eben duschen gehen, mich frisch machen, schminken, frisch anziehen und dann melde ich mich wieder. Also, ich habe jetzt mit unserem Super Turbo Dyson alles ausgesaugt. Habe grob ein bisschen eingeräumt, das bisschen, was wir haben, ganz minimalistisch. Und wir haben uns diese Dinger beim Ikea geholt, weil wir nicht so viele Sachen aufhängen. Und die finde ich ja mal mega klasse. Das sieht richtig schön aus, finde ich. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir nicht einen offenen Kleiderschrank machen sollen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Boom! Warte, Murphy, warte. Oh, Alter. Wasch den Hund. Ja, vor allem, wenn er dann, wenn wir abends uns bewegen unter der Decke, dann beißt er uns in die Füße. Warte, mach mal hier Platz. So. So weit bin ich gekommen. Das sieht voll stylisch aus auf der Kamera, der Kleiderschrank mit der Lampe. Oh, ich denke, dass die Lampe kann. Hast du sehr schön gemacht. Mein Schatz. Ist immer noch sehr minimalistisch, ne? Also da ist jetzt meine Seite, das ist Bernds Mitte und diese Seite ist so Bettwäsche, Handtücher, Putzlappen. Ne, Putzlappen gar nicht, die sind unten im HWR. Da oben sind noch die Vorhänge, die eigentlich davor sollten, vor den Schrank. Aber wir haben gesagt, solange der jetzt noch so ordentlich ist, lassen wir das offen. Die Vorhänge können wir immer noch dran machen. So, und da habe ich schon etwas Dekoration ans Fenster gestellt, die 3 Gerberer mit den Dingern, wie heißen sie? Die Vasen. Boah, ich habe voll Wortfindungsstörung, schrecklich. Die Küche ist auch noch nicht fertig, die haben so unten alles hingestellt und die haben Ewigkeiten gebraucht, um die Arbeitsplatten zu sägen. Was haben die von unten? So Löcher rein und so, ne? Das hat voll lange gedauert. Ja, alles ausgefräst. Und ja. Also die waren 8,5 Stunden hier. Und die mussten ja natürlich auch improvisieren, weil 2 Schränke ja von der Küche in der Garage stehen, noch in der alten, weil die ja schimmelig sind aus der alten Wohnung. Und jetzt halt so improvisieren, dass wir halt kochen können, aber trotzdem, wenn dann im Januar, Februar die neuen Küchenschränke kommen, dass man dann nicht wieder eine neue Arbeitsplatte braucht und so. Also
Das dauert halt einfach alles seine Zeit. Wir können auch gleich mal runtergehen, dann zeige ich euch das. Ich habe noch ich habe noch im HWR einiges aufgeräumt und eingeräumt, diesen großen Schrank. Da uns ja jetzt Schubladen fehlen in der Küche, haben wir gesagt, wir lagern die Konserven, die man so für den täglichen Gebrauch halt einfach da hat. So passierte Tomaten und so lagern wir im HWR, damit wir in der Küche den Schrank haben für, was weiß ich, Teller und so. Warte. Ja. Oh, wir sind echt müde. Ach so. Und das Fenster habe ich hier auch geputzt. Schau mal. Ja. Gefällt mir richtig gut, der Kleiderschrank. Obwohl das ein Oma-Kleiderschrank ist, oder, Bernd? Ja, aber nicht von meiner. Na, von meiner auch nicht. Den habe ich mal bei eBay Kleinanzeigen vor Ewigkeiten und 3 Tagen gekauft. Aber hier passt er jetzt rein mit dem Holzbett so. Ja, deswegen habe ich das Holzbett gekauft. Und diese wunderschöne Lampe, die du konstruiert hast. Die ist so schön. Und die macht so schönes Licht. So, ich wollte euch eben zeigen, was alles passiert ist heute. Den muss ich wieder aufladen. Den nehme ich mit runter. Und alles, was ich immer mit runternehmen muss, soll, das hänge ich immer übers Geländer hier. So. Bitte? Kommst du? Ja. Ich würde gerne duschen und alles bei dir zusagen. Ja. Mach doch unter rund. Bist du ja wieder trocken? Einigermaßen. Guck mal her, bist du wieder trocken? Hm? Brauchst du das dann nochmal weg, wenn die jetzt im. Ja, okay. Bis gleich. Super, Smurf hier runter. Ja, wie ihr seht, die Küche, der Unterteil steht schon etwas. Aber ja, die Schubladen sind noch nicht drin und die Arbeitsplatten sind noch nicht verleimt und verschraubt und das alles. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Weiß ich nicht, 10, 11 Uhr? Soll ich ihn fragen und dann einfach okay sagen? Ja, mach mal. Gucken, was bei rauskommt. Wie lange Calvino wach bleiben darf. Ja, und hier würde jetzt eigentlich nochmal derselbe Schrank nur in tief hinkommen. Der ist jetzt halt schimmelig. Und hier der hohe Schrank mit dem Backofen, der jetzt auch schimmelig ist. Aber das bleibt dann jetzt halt hier frei erstmal. Aber wir können halt wenigstens kochen, was ja schon mal viel wert ist. Bitte? Calvino darf selbst entscheiden, wie lange er wach bleiben möchte. Ich bin gespannt. Und? 2 Uhr. 2 Uhr? Wenn er das gewusst hätte, hätte er gesagt, unendlich. Ja, aber ich habe gesagt, ich will die Uhrzeit hören. Okay. Ja, ist doch okay. Okay. Leg einfach da an der Badewanne, wo Calvino auch schon hingelegt hat. Ich wasche morgen weiter. Okay, so. Also jedenfalls seht ihr, wo jetzt hier so alles geschnitten ist. Jetzt ist die Arbeitsplatte ungefähr 5 cm tiefer. Denn wir können hier noch das Fenster aufmachen. Das war unser Wunsch und das klappt zum Glück auch. Und hier ist es jetzt so tief gemacht, die Arbeitsplatte, damit wir da auch wie eine Art Fensterbank haben. Das musste so gestückelt werden, weil hier für die Eckspüle ist ja schon eine breite Arbeitsplatte und irgendwie das ging nicht anders. Keine Ahnung, ich bin kein Experte. Bei uns gab es heute griechisch-vegetarische Pita oder vegan halt ohne Tzatziki und die Vegetarier mit Tzatziki und Pommes. Weil wir jetzt noch nicht kochen können, offensichtlich. Wir haben noch keine Töpfe hier ausgepackt, gar nichts. Der Kühlschrank ist wieder in, ja, er läuft wieder. Da seht ihr jetzt das. Und der ist nicht mehr vegetarisch, der Kühlschrank. Da ist eine Fleischwurst drin. Für die Arbeiter und ein Hund drin. Komm weg da. Ja, guck nicht so.
Du darfst das nicht essen. Mensch. Ja, der Backofen wird wohl erstmal auf diesem Rollwagen bleiben hier, bis die neuen Schränke kommen. Ja, hier sieht es immer noch total wüst aus, wie ihr seht. Das ist noch nicht weitergekommen. Ich mache mal hier Licht an. Soll ich? Wenn man möchte. Einige Zuschauer wird das bestimmt freuen. Ja, einige wird das verstören. Ja, wahrscheinlich. So. Ja, die Schubladen sind ja dann hoffentlich morgen weg, wenn die Küche soweit aufgebaut ist. Alle hier. Und dann kann ich auch die endlich in den HWR räumen. Die Dinger hier, wo ich meine Wäsche drin sortieren möchte. Habe ich noch mehr von oben. Und heute habe ich ja ausgepackt oben schon ein bisschen. Da habe ich schon unsere ganzen Sofadecken gefunden. Es wird. Smurfy, ey! Musste mal eben den Rabauke vom Tisch holen. Ne? Ja, so, jetzt nehme ich den mit in HWR. Dann kann ich den nämlich aufladen für morgen. Und kann euch zeigen, was ich hier gemacht habe. Also Bernd hat mir erstmal meine heißgeliebte Waschmaschine angeschlossen. Den Waschtrockner. So, wartet mal. So. So, den müssen wir dann nämlich noch installieren. Den zum Aufhängen, den Dyson, dass der dann, der wird dann hier so an der Wand gehängt oder gehangen. Und dann lädt er da automatisch. Wo ist der Smurfy? Da. Der ist total aufgeregt. Wegen dem ganzen Umzug hier. Der weiß gar nicht, was los ist. Ja, Waschmaschine läuft, wie ihr seht. Gott sei Dank. Also trocknet sogar schon. Super. Dann haben wir hier den Schrank ein bisschen weiter eingeräumt. Tada. Also hier ist hauptsächlich Putzsachen. Hier sind die ganzen Einkaufstüten. Wir haben so viele, die sammle ich da drin. Hier ist noch so, was man braucht. Wir haben uns Rauchmelder geholt und CO2-Dingermelder. Und hier kommen jetzt die Vorräte hin. Das ist erstmal das, was wir jetzt hier haben. Müssen wir ein bisschen aufstocken. Ich habe ja erzählt, dass wir so viel aufgebraucht haben. Seht ihr seinen Schwanz? Der ist jetzt an der Folie. Wir gehen mal gucken. Machst du da? Smurfy? Hör auf. So, komm. Aus. Ja, den Schuhschrank, da wissen wir nicht so genau, wo wir den hinstellen sollen. Den haben wir jetzt provisorisch erstmal hier hingestellt. Denn da sollen ja unsere ganzen Schuhe rein. Da kommen Regale rein. Aber das ist noch nicht fertig. Der Bernd singt ein Lied für euch. Ja, oh, ich bin einfach fix und alle, sage ich euch. Der Fernseher, der steht auch noch hier. Hoffentlich wird das dann morgen weitergehen. Smurfy, jetzt hör doch mal auf. Was ist denn los mit dir? Jetzt gehen wir nicht auf Cookie. Komm, ab jetzt raus. Komm. Unglaublich. So. Gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt das Video hier auch beenden. Wir sind echt platt. Also nach dieser Nacht, ich glaube, wir haben 2 oder 3 Stunden heute Nacht insgesamt geschlafen mit ganz starken Unterbrechungen. Und der Hund ist auch total übermüdet, sage ich euch. Wir alle. Und deswegen beende ich das Video jetzt hier. Bernd guckt gleich Fußball, Dortmund spielt und ich werde dieses Video für euch schneiden und hochladen. Und ja, morgen sehen wir uns wahrscheinlich in alter Frische wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!